Name ist Michael Töne, ich bin einer der Gründer der Contrium Capital Gruppe. Wir investieren und organisieren Beteiligung an deutschen Wachstumsunternehmen. Das machen wir natürlich nicht nur, um den Standort Deutschland, Innovation und Wachstum in Deutschland zu fördern. Auch das ist ein Verdienst, das sich lohnt zu kümmern, sondern wir machen das, weil wir die Anlageklasse besonders attraktiv halten und Investoren nutzen und Erträge stiften wollen. Wir haben über die letzten Jahre besonders viele Unternehmer, Geschäftsführer, leitende Angestellte und anderen Anleger, sodass sich auch nicht nur über das Thema Sachwert, sondern auch über das Thema Unternehmer eine weitere besondere Verknüpfung zur BAV ergibt. Warum sind wir jetzt in Gottes Namen auf diese Anlageklasse Venture Capital Deutschland gekommen? Erster wichtiger Grund: Portfoliooptimierung. Wenn man sich anschaut, wie große Investoren, hier haben wir das Portfolio der Yale University aufgebaut, wie die sich verhalten, dann kann man erkennen, dass das Thema Sachwerte, hier Private Equity, viel Immobilien, eine immer größere Rolle spielt. Buyout Capital wird ja in der Presse vielfach gleichgesetzt mit Private Equity, hat sich ein bisschen so eingebürgert. Buyout Capital, diese Investition in große Unternehmen, das Heuschreckengeschäft sozusagen, hat sehr gute Zeiten erlebt. Arbeitet aber mit einem hohen Fremdfinanzierungsanteil und deswegen haben wir uns auf die Phase Startup-Expansion, Wachstum konzentriert. Einmal, weil wir es hier klassisch mit einer reinen Eigenkapitalfinanzierung auf allen Ebenen zu tun haben. Das ist entscheidend wichtig in diesen Zeiten. Zudem aber auch, weil diese Unternehmen gerade von ihrem Zweck her eine besonders hohe Innovationskraft haben. Und deswegen ist es nicht so entscheidend wichtig, ob jetzt die deutsche, europäische oder Weltwirtschaft um 3 Punkte rauf oder runter geht. Diese Unternehmen bringen etwas Neues in den Markt, bringen eine Innovation, verdrängen Gutes durch Besseres. Das hat auch in diesen Zeiten besondere Vorteile. Die Frage ist nur, wie investiert man denn jetzt in solche Unternehmen? Wenn ich also weit weiter streue und in einen Zielfonds aus unserem Blickwinkel investiere, also einen Fonds, der eben von 20 Unternehmen investiert, kann ich damit das Risiko drastisch senken. Ich habe plötzlich nur noch statistisch belegt, ein Risiko eines Totalausfalls von 1%, noch ein relativ hohes Risiko, dass ich ein bisschen was verliere. Und wenn ich aus diesem einen guten Dachfonds gestalte, kann ich statistisch das Totalverlustrisiko auf 0 runterfahren und auch das Teilverlustrisiko drastisch reduzieren. Hat also einen wesentlichen Vorteil in puncto Sicherheit, ist aber auch die einzige Möglichkeit für Normalsterbliche überhaupt in diese Anlageklasse zu investieren.